Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Tales of Symphonia. Ich würde gerne sagen, lange ist es her, aber es ist etwas zu lange her. Wir haben beim letzten Mal Botta verloren, der eigentlich die ganze Zeit gegen uns war, möchte ich meinen. Und sich dann doch als ziemlicher Kumpel herausgestellt hat. Und ich rede gar nicht lange weiter, ich mache jetzt einfach weiter. Wir müssen zum Stützpunkt Silverrand. Okay, dann lass uns gehen. Ich habe ja schon eingekauft und alles in der letzten Folge. Ich sollte eigentlich genug haben. Ich warte hier. Ich möchte eine Weile allein sein. Das? Nein, nein, es hat nichts mit der Flöte zu tun. Entschuldige. Na gut, es ist gefährlich hier, also bleib in der Nähe. Ja, gut. Wenn wir schon da sind, können wir auch gleich Iraha zurückgeben, die Mythos sich geliehen hat. Was? Ach ja, bitte mach das. Ich hätte es, als ich den geliehen und nicht geklaut hat. Ihr seid zurück. Juan Potter ist... Er ist tot. Ja, er hat uns gebeten, dir zu sagen, dass er seine Mission erfüllt hat. Ich verstehe. Dann aktivieren wir das Dimensionstransfersystem. Ihr könnt nach Belieben zwischen den Welten hin und her reisen. Mehr hast du nicht zu sagen? Botta hat sein Leben für die Abtrünnigen gegeben und... Lloyd, es ist nicht an uns, hier zu sprechen. Dieser Typ war schon ewig mit Botta zusammen. Egal, was wir sagen, es würde doch nichts ändern. Na schön. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Unser Freund hat einen Rayhard von ihnen geliehen, den wollten wir zurückgeben. Ein Rayhard von uns geliehen, aber unsere... Stimmt was nicht? Nichts. Ich nehme sie. Und es tut mir leid. Alle unsere Rayhards sind noch im Hangar. Was geht hier vor? Dimensionstransfer mithilfe der Rayhards. Das Dimensionstransfersystem der Rayhards wurde aktiviert. Somit ist ein beliebiger Wechsel zwischen den beiden Welten möglich. Fliege über die Luftraum des Stützpunkts Silverrand oder des Stützpunkts Tadala, um den Energieschub für den Raumzeittransfer zu erhalten. Okay. Das seid ihr ja. Ihr geht jetzt wieder, oder? Ja, wir bringen dich zur Altessa. Danke. Hier von einer Szene in die nächste. Nun, Mythos, ich wünsche dir eine gute Zeit mit Altessa. Ihr werdet mich besuchen kommen, versprochen. Natürlich! Pass auf dich auf. Ich werde dafür beten, dass es dir gelingt, deine Schwester zu rächen. Danke. Prisias Schwester rächen? Wovon sprichst du? Oh, stimmt. Wir haben Regan noch nichts davon erzählt. Hey, das ist doch kein Thema, dass wir jetzt beitreten müssen, oder? Warum sagst du so etwas, Zellos? Es ist wichtig. Prisias Schwester ist ermordet worden. Ermordet? Ja, Prisias jüngere Schwester stand in den Diensten eines Adligen namens Bryant. Aber dann hat ihr Chef Bryant... Er ist ein Monster! Wie kann man nur ein Kind töten? Schwester? Das kann nicht sein. Prisia, wie war der Name deiner Schwester? Alicia. Ich verstehe. Weißt du etwas darüber? Ich weiß vielleicht, wer der Mörder ist. Wirklich? Bringt mich nach Altamira. Okay, können wir hier noch was machen? Pass auf dich auf, wir sehen uns bald wieder. Sumanga, Altamira e mukatte morae nai ka? Watashi kara mo onegai shimasu. Gomen nasai, wagamama itte. Na gut, dann auf nach Altamira. Ich jetzt auch so gut weiß, wo das ist. Ja, kann ich nicht mit den Rayhards fliegen? Ah, ne, wir haben die abgegeben. Shit. Ich
muss hier zurück, oder? Ja, durch Rosette. Wow, hier ist niemand mehr. Ich komme da nicht mehr hoch. Ich will jetzt nach Altamira kommen, Alter. Aha. Aber wie komme ich denn da? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ach, sowas. So, wo haben wir denn Altamira? Ach Gott, wie war das noch mit dem Fliegen? あなた、随分積極的になったのね。以前とは大違いだわ。コリンのおかげだよ。コリンが私に勇気をくれたんだ。そうね。あの子は私たちにとっても大切な仲間で、頼りがいのある友で。リフェル、興味深い研究対象だったわ。あんたってやつは。 Das ist Rain, was erwartest du? Ich glaube, Altamira war da unten. Bisschen tiefer fliegen. Nein. Nein, nee, das ist nur die Brücke. Ach, warte mal, Altamira war doch die Stadt davor. Hui! Das hier müsste Altamira sein, oder? Hä? Auch nicht? Oh nein, wo ist denn diese scheiß Stadt schon wieder? Das da. Ja, meine Güte. Von Alicias Schicksal erfahren. Alicias Grab im Azurgarten der Firma Lezarino. Ich verstehe. Lass uns also dorthin gehen. Oh, er kommt das erste Mal mit nach Altamira. Oh, nochmal das Gras. Das Grab. Nee, das hier ist das Gasthaus. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. So, wir müssen ja mit der Bahn rüberfahren, genau. Zack. Lalalala. Da wollen wir hin. Hui! Ich muss noch kurz ein Stück trinken. So einen trockenen Hals teilweise manchmal. Mm. Das ist jetzt doof. Boah! Was ist passiert? Oh, Dick, Spear Broker. Wally ist reingegangen. Wally? Dafür wird er büßen. Lass uns reingehen. Spear Breaker. Oh, sag mir das Passwort für den Innenbereich der Teufelmine jetzt. Davon weiß ich gar nichts. Falsche Antwort. Wie wäre es, wenn ich es dir stattdessen sage? Master Regal, was machen Sie hier? Oh, der Präsident selbst hat sich dazu entschlossen, uns einen Besuch abzustatten. Perfekt. Präsident? Die Teufelsmine kann nur durch meine Stimme und meinen Netzhautscan geöffnet werden. Wenn er sie gewaltsam öffnet, wird sie Expiermine zweifelsohne einstürzen. Ach ja. In diesem Fall wirst du uns wohl begleiten. Müssen uns sie für uns öffnen, Regal.
Ich bin bald ruiniert, wenn ich nicht an mehr Experience rankomme. Das glaube ich kaum. Außerdem ist Brodyle tot. Du hast somit niemanden, um große Mengen von Experience absetzen zu können. Idiot! Ich brauche Brodyle nicht. Der Patriarch selbst ist auf meiner Seite. Dazu gibt es noch jede Menge Leute, die nur zu gern ein X4 in ihren Finger bekommen würden. Es reicht jetzt! Ich kann dir nicht vergeben, dass du eine unschuldige Person getötet hast. Kuchinawa, du arbeitest mit diesem Typen zusammen? Der König wird bald sterben und der Patriarch wird die Macht an sich reißen. Und wenn es erstmal so weit ist, stopfe ich deine jämmerliche Lazzareno-Bergbaugesellschaft in Grund und Boden. Geht es dir gut, George? Ja, Master Regal, ich danke Ihnen. Alicia, wie meinst du das? Ich heiße Regal Bryant. Seine Majestät hat mir den Titel eines Herzogs verliehen. Und ich bin zudem der Präsident der Lazzareno-Bergbaugesellschaft. Aber eigentlich sollte der Auserwählte mich kennen. Ich habe dich bei einer Geburtstagsparty der Prinzessin gesehen. Oh, ja klar. Ich habe vergessen, dass dieser Typ auch in den Kreisen der High Society verkehrt. Aber dann ist Alicias Mörder Bryant doch... Moment, es kann nicht Regal gewesen sein? Alicia. Regal, ich bin so froh, dich noch einmal zu sehen, bevor ich verschwinde. Es tut mir leid. Selbst nach dem Tod leidest du immer noch. Das ist schon in Ordnung. Es ist nicht deine Schuld. Alicia, wie meinst du das? Alicia und ich waren ineinander verliebt. Dann habe ich sein Diener mich eingemischt und sie zur Trennung gezwungen. Alicia wurde Wally übergeben. Er wollte sie für ein XP-Experiment haben. Wollte er versuchen, Kruxis-Kristalle herzustellen? Es scheint so, doch das Experiment ist fehlgeschlagen. Ich habe mein Versprechen gehalten. Die Mine gehört jetzt dir. Jetzt gib mir bitte meine Alicia wieder. Aber sicher doch, Mann. Du kannst sie haben. Für so eine Ausschussware habe ich eh keine Verwendung. Was? Das hier ist Alicia. Sie war für das X4-Experiment nicht kompatibel. Das hat ihr mit... Es hat gut mit einem anderen Mitglied ihrer Familie funktioniert, was wohl mit dieser nicht stimmt. Master Regal, bitte töte mich. Ich kann nicht. Ich könnte dich niemals mit meinen eigenen Händen töten. Gerade weil ich dich liebe, möchte ich, dass du es tust. Regal tötete mich, um mich zu retten. Es war der einzige Ausweg. Genauso wie bei Marble. Ich bin so froh, dass ich dich schließlich nochmal sehen durfte. Ich habe jetzt kein Bedauern mehr. Und deshalb hör auf, dich selbst zu bestrafen, Regal. Alicia, aber mit meinen eigenen Händen habe ich... Ich werde sehr bald entschwinden. Bitte lass mir nichts vor, weil ich mir Sorgen machen müsste. Du brauchst diese Fesseln nicht mehr. Du hast genug gelitten. Ich nahm der Person, die ich liebte, das Leben. Sie sind das Symbol meines Verbrechens, so wie meiner Strafe. Du brauchst diese Strafe nicht länger. Bitte, Regal. Genies und ich haben mal dasselbe erlebt wie du. Ich habe mir auch vorgestellt, wie es für meinen Vater gewesen sein muss, als meine Mutter sich in ein Monster verwandelt hat und er sie niedergeschlagen hat.
Muss er auch gelitten haben. Dein Vater tat dasselbe? So habe ich es gehört. Ich weiß nicht, ob eure Entscheidungen richtig waren. Aber ich glaube nicht, dass Mutter gewollt hätte, dass sie sich mein Vater selbst bestraft. Und so lebte, wie du das tust. Ist das wahr? Ja, es ist genauso, wie er sagt. Zumindest will ich nicht, dass du so lebst. Also gut, aber diese Hände werden niemals wieder töten. Ich schwöre es dir, dir und Lloyd. Und sobald wir diejenigen besiegt haben, die X4s verwenden, um mit den Leben von Menschen zu spielen, werde ich meine Fesseln entfernen. Vielen Dank, Master. Prisea, ich glaube, ich kann nun endlich in Frieden ruhen. Bitte zerstör den Kristall, bevor ich ganz vor dem X4 absorbiert werde. Warum? Kannst du nicht so wie jetzt bleiben? Wenn ich so bleibe, werde ich für immer leben. In isolierter Bewusstsein unfähig zu sprechen auf ewig. Das wäre die wahre Hölle. Prisea, Regal, was sollen wir machen? Bitte, befreie sie. Ja, auf Wiedersehen, Alicia. Ich danke euch. Prisea, bitte vergib Master Regal. Tut mir leid, dass ich bis jetzt nichts davon erwähnt habe. Ich bin ein Krimineller. Master Regal hat gestanden, Alicia getötet zu haben und ging aufs freien Stücken ins Gefängnis. Während ich inhaftiert war, versprach mich der Patriarch, Wally zu verhaften, wenn ich dafür Colette entführe. Ich glaubte ihm und stimmte zu. Also deshalb warst du hinter uns her. Ja, ich bitte euch, meine letzte Strafe zu verschieben, bis wir Krixus besiegt haben und daran gehindert haben, mithilfe der X4s mit dem Leben anderer zu spielen. Wenn Prisea einverstanden ist, würde ich sagen. Solange Prisea damit einverstanden ist, wir betrachten Regal sowieso bereits als unseren Freund. Ich bin X4 selbst. Ich bin 私の体はXピアに奪われたまま死んでしまって、私の意識はXピアに閉じ込められてしまったの。Du brauchst diese Strafe nicht länger. Bitte, Regal. Regal erhält den Titel Vorstand. Wieso hat sie jetzt einmal geredet und dann wieder nicht? Was war das denn jetzt? Das hat's mich weird.